mein Name ist Michael Prior. Ich bin seit mehreren Jahren jetzt bei der Sonnenburg GmbH als technischer Leiter tätig. Wir haben dieses Objekt hier im Ruhrgebiet übernommen in einer Situation, wo der Kunde schon sehr verzweifelt war. Es hat mit herkömmlichen Systemen, mit Giftködern sehr lange gedauert, bis wir den Befall wirklich in den Griff hatten. Es fängt schon damit an, dass man außerhalb der Produktionszeiten in so einen Betrieb muss, weil sonst steht man nur im Weg und man behindert halt die komplette Produktion. Wir haben gesagt, es muss da auch was Besseres, was Einfaches, was Schnelleres geben, um solche Befälle schnell und sicher in den Griff zu kriegen. Wir haben viele Systeme schon im Vorfeld getestet und haben versucht, eine einfache Lösung einfach zu finden und sind dann auf Draplin gestoßen und haben gesagt, okay, das ist ja, das kann jeder. Das kann selbst ein alter Techniker, der sagt, ja, diesen neuen, modernen Schnickschnack, den brauchen wir nicht. Das ist aber völlig falsch, weil genau diesen modernen Schnickschnack, den brauchen wir in der Schädlingsbekämpfung. Schnell, einfach, sicher. Ende. Eindeutige Fahrspuren hier oben drauf. Will man nicht meinen. Und das sind halt so Stellen. Hier gehst du beim normalen Regelservice, gehst du hier nicht jedes Mal hoch, weil es einfach zu umständlich ist. Und durch die Digitalfalle ist dieser Bereich jetzt permanent abgesichert. Bringt uns nicht viel, wenn ich einen Techniker habe, der mit der Installation eines Systems Stunde um Stunde verbringt und dann aber beim Kunden keinen Nutzen bringt, sondern wir brauchen ein System hinstellen, aufstellen, fertig. Also wir versuchen auch bei den Gesprächen mit unseren Kunden, sie davon zu überzeugen, dass dieser Weg mit den digitalen Fallen der Weg ist, der im Endeffekt vielleicht etwas teurer ist, aber dafür auch wesentlich mehr Sicherheit bietet. Ich habe 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche die Kontrolle über meinen Schädlingsbefall. Mit Traplink sind wir eine Partnerschaft eingegangen und sind da sehr gut beraten. Die Jungs entwickeln immer weiter. Tatsächlich ist es jetzt schon so weit, dass wir Insektenmonitoring digitalisiert haben. Wir haben dort einen Prototypen, den wir gerade wirklich im Feldversuch haben. Und es geht weiter.